Let's go! Kampf gegen Pinio von Team Stars. Oder Team Star, wie auch immer. Mal gucken, ob wir mit unserem Tadpool schon einiges erreichen können. Und ihr seht, was ging hier ab? Du willst ja echt mit Team Star anlegen? Bist du ein Lebensmittel oder was? Wir kämpfen gegen... auf dem Auto. Okay. Kämpfen auf dem Auto. Yeah, was ein Intro! Die schmeiße ich ihm nur von meiner Party! Ist das so? Oh mein Gott, ich mach so wenig Damage. Welchen Level ist das Ding überhaupt? Sehe ich das? Siegeswille, oh nein. Level 21, das ist auch ziemlich hoch, ne? Okay. Da muss mein Start das regeln. Der kriegt das, glaube ich, besser hin. Das Auto war kurz weg. Aber ja, das Auto wird noch wichtiger, als man denkt. Das ist so deren Markenzeichen, dieses Auto, würde ich mal behaupten. Aua, jetzt geh down! Warum bist du so stark? Du bist nicht mal entwickelt, mein Gott. Okay, hat er gut trainiert. Der Junge. Knattertox. Ich kann nicht wechseln. Okay. Jetzt lasse ich meine Beats erst richtig fetzen. DJ Evil dreht auf. Wir kämpfen gegen das Auto selbst. Ja, das Ding ist ein Pokémon. Ob man es glauben will oder nicht. Es ist wirklich die Wahrheit. Ja, du hättest mit der Fehlenattacke vielleicht was, aber ich versuch's. Einfach mal so. Ich glaube, das Ding ist Giftstahl. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht laber ich auch nicht. Aber ja, wir kämpfen nicht wirklich gegen das Auto, eher das Antrieb. Der Antrieb vorne ist das Pokémon. Genau. Haja! Mit 20. Das geht eigentlich noch. So wenig Damage! Oder da kommt auf jeden Fall ein Supertrank zum Vorschein. Bling. Sollte mich fast komplett voll heilen, ja. Richtig. Finsterturbo. Eieiei. Was? Wieso schlaf ich? Hat dafür noch was eingesetzt? Schlaf oder so? Habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, wach auf! Komm schon! Ah, der laute Sound! Spezialverteidigung singt stark! Ich kann nichts machen! Oh nein! Komm schon, wach auf! Ah! Wach auf! Bitte! Wach auf! Nee. Takokro träumt über Tacos und möchte nicht aufwachen. Ah, da geht er down! Oh nein! Na gut. Es wird wahrscheinlich nichts bringen, wirklich. Aber ich will trotzdem sehen, wie viel Damage solche Stimme macht. Außer sterbe jetzt instant. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Das ist keines Pokémon. Hält aber gar nichts aus. Leider. Okay. Okay. Super. Du darfst auch nochmal ausprobieren. Von mir so, der blickst du noch so traurig. Oh nee, aber ich möchte nicht kämpfen. Das ist so anstrengend. Du kämpfst jetzt! Hör auf, meine Sets zu schwächen! Kriegst du was von einer ab? Bam! Ey, ich mach viel zu wenig Damage. Wir werden noch morgen hier sitzen. Was soll denn das? Ich habe wirklich gar nichts gegen das Ding. Na gut, ich schätze, ich spamme jetzt ein bisschen. Dein Ernst? Wovon schlafe ich bitte ein? Wovon schlafe ich bitte ein? Ha?
Es ist echt schlecht aus uns. Ich hab überstanden. Rein Pokémon. Das einzige Pokémon, was es schaffen könnte. Wir hatten eine Attacke, die ein bisschen Damage macht, zumindest. Und was wäre Slam? Ich will nicht versuchen, es zu vergiften, weil ich weiß nicht, ob man es vergiften kann. Ich glaube irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht vergiftet werden kann. Auf jeden Fall, wenn es nicht crittet und ich die ganze Zeit weitermache mit Heilen, Greifen, Angreifen und alles, dann ist die Chance noch da, dass wir gewinnen. Weil ich habe noch 4 Tränke. Die normalen Tränke, die bringen einfach gar nichts jetzt im Moment. So. Zack. Genau, solange er mich nicht im crittet, habe ich ihn jetzt. Also please no crit. Außer ich critte, das ist natürlich in Ordnung. Jetzt schwächt er mich halt natürlich wieder, ne? Das ist echt blöd. Komm! Ich riskiere es, komm bitte! Ein Schlag! Überlebt, 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 überlebt! Yes! Wir haben's! Also, vielleicht haben wir's. Wenn die verdammte Attacke nicht verfehlen würde! Komm schon, du bist mein einziges Pokémon, was noch existiert hier gerade! Er hat uns alle down, die müssen erstmal ins Krankenhaus! Komm! Du musst jetzt alle rächen, bitte! Bitte! Yes! Das Starmobil ist somit kaputt und down und Pinyo hat verloren. Und ist nun kein Boss mehr. Ist auch traurig. Ich bin auch traurig. Das wär's denn wohl. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Das wär's dann wohl. Oh, das sind die anderen. Was ist los, Pinyo? Ach, Big Boss hat ein paar Dinge mit mir zu besprechen. Das meiste wäre jetzt aber geregelt. Was für Dinge? Es ging vor allem um Operation Star und um einen Codex fürs Team. In letzter Zeit sind viele neue Mitglieder dazugekommen. Da brauchen wir langsam ein paar Verhaltensregeln. Einen Codex eben. Ah, okay, du wirst ja bestimmt einen tollen Codex uns ausdenken, nicht wahr, Pinyo? Nein, danke, das ist mir zu viel Druck. Erinnert ihr euch noch daran, dass mich die anderen Schüler nicht mehr leiden konnten, nachdem ich Schulsprecher geworden war? Klar, da hast du ja einen Haufen nerviger Regeln aufgestellt und dir so Schüler zum Feind gemacht. Du wurdest sofort durch jemand anderen ersetzt. Dem kann ich nur beipflichten, Bergs und Plum. Frisuren mit einer Haarlänge von mehr als 12 cm im Nacken sind verboten. Eure Regeln waren ein pures Ärgernis, werter Pinyo. Eben, deshalb sage ich ja, dass ich nicht für die Erstellung von so einem Codex geeignet bin. Aber du kümmerst dich doch sonst immer um die Teammitglieder, Pinyo. Du kennst uns so gut. Ja, wir haben vollstes Vertrauen in dich. Ohne dich wären wir aufgeschmissen. Du bist nicht mehr wie damals. Wenn du jetzt den Codex schreibst, würde ich ihm befolgen. Meine Wenigkeit würde ebenfalls einwilligen. Okay, Leute, ich hab's kapiert. Ich werde nur uns einen Codex zusammenstellen. Ich hab getan, was ich konnte, ey. Ja, das war's. Ich muss dem Codex folgen, hab ihn schließlich selbst verfasst. Da sind meine Tage als Boss wohl gezählt. Hier mein Teamorden, ein Zeichen meines Boss-Status und so. Ja, nimm einfach. Okay. Nice, damit haben wir einer von 5 Straßen der Sterne abgeschlossen. Einen Boss runtergenommen und anscheinend verstehen wir uns jetzt gut. Das ist schön. Und wo wir schon mal dabei sind, ja, die TM schenke ich auch mal. Schmarotzer. So eine unserer Partyverse. Deine Pummel sind übrigens knallhart, Respekt. Sowas wie Andy in der Akademie, welche Attacken wann am meisten reinhauen und wie man seine Pummel trainiert und so? Ja. Okay, gehst du gern zur Akademie, machst du Spaß? Eher nicht. Wirklich? Hey, bist du Pinyo? Oh, noch ein gebindender Gas, das soll die Schmalzlocke. Hat die ein Trend-Ente gestylt? Ich wollte dich nur kurz was fragen, wäre das okay? Boah, das wird garantiert nervig, aber okay. Habe jetzt eh nichts Besseres zu tun und so. Danke, yo. Voll Swag von dir.
Kommen wir gleich zur Sache und so. Wenn ihr von Team Star so weitermacht, werdet ihr irgendwann alle der Akademie verwiesen. Also, warum löst ihr Team Star nicht einfach auf und geht zurück in die Akademie? Das wolltest du mich fragen? Okay, weißt du, wir warten auf das Comeback von einer wichtigen Person. Aber ob diese Person sowieso kommt, verstehen in den Sternen, verstehst du? Eine wichtige Person, ein guter Freund von euch also? Ich rede vom stärksten aller Team Star, was so wie der Top Champ der stärkste Trainer aller Zeiten ist. Unser Big Boss hat uns damals vorgeschlagen, gemeinsam ein Team zu gründen. Und wo ist denn dieser Big Boss gerade? Tja, wenn wir das wüssten, seit etwa 1,5 Jahren herrscht Funkstille. Wir dachten, dass Big Boss sich früher oder später melden würde, sagen wir nur Team Star am Leben erhalten. Aber die Lehrer nerven uns ständig damit, dass wir das Team auflösen sollen, bla bla ey. Und dann tauchen noch so Partymüffel wie er auf. Ach, wer weiß, vielleicht wurden wir wirklich im Stich gelassen. Big Boss hatte schließlich sogar selbst mal davon gefaselt, das Team auflösen zu wollen. Hm, das klingt, als wären Team Star und dieser Big Boss dir sehr wichtig, ja? Ist es nicht offensichtlich? Wie ihr in der Akademie sagen würdet, sie sind wie ein Schatz für mich. Kaputter Stern. Er wird nun vernünftig. Und kein Bösewicht mehr. Kein Schulschwänzer mehr. Er geht lernen und macht was aus sich. Nice. Bring, bring. Maike, Pino hat dir seinen Teamorden gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Mhm. Hm, verstehe. Ohne Boss steht die Segin-Bande vor dem aus. Keine Unlichtrüpel mehr. Pino. Entschuldige, ich war kurz in Gedanken versunken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Oh, danke. Oh, cool, mehr TMs kann ich herstellen. Ich war so frei, die Auswahl an TMs zu erweitern, die du an TM-Maschinen herstellen kannst. Die neuen TMs sollten dir dabei helfen, deine Pokémon noch stärker zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Da du wirklich gute Arbeit geleistet hast, gibt es eine extra Belohnung. Ich werde jemanden vom Versorgungstrupp bitten, dir einige Materialien für die Herstellung von TMs vorbeizubringen. Ja, muss jetzt nicht sein. Ah, guck mal hier. Hallo, ich bin Cosima vom Versorgungstrupp. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich, aber du hast mir mal von der Akademie aus der Klemme geholfen. Klar erinnere ich mich. Oh, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Jedenfalls helfe ich für die Projektarbeit hier aus als Teil meiner Schatzsuchreise. Da ich mich mit Technik auskenne und als Hackerin was drauf habe, arbeite ich hinter den Kulissen. Hackerin? Hier, die zusätzliche Belohnung von Cassiopeia. Viele Pumpematerialien halten. Damit solltest du einige TMs herstellen können. Cassiopeia meinte, dass du jedes Mal eine Belohnung bekommst, wenn du ein Versteck von Team Star eroberst und so das Team kleiner wird. Es soll echt beeindruckend gewesen sein, wie du deine Pumpe in den Kampf geschickt hast. Dank deiner Stärke wird Operation Star das sicher von Erfolg gekrönt sein. Wo steht Cosima eigentlich bei Team Stardust? Wahrscheinlich irgendwann ganz oben, oder? Vier Bosse sind noch übrig. Dann für viel Erfolg. Ciao. Der Rucksack. Dieses plattgedrückte Evoli. Finde ich lustig. Boah, der Kampf war aber echt nicht leicht. Ich meine, ne? Aber damit müssen... Moment, kann ich hier lang? Damit müssten wir jetzt eigentlich in die Stadt reinkommen können. Ich möchte nur schon mal den Teleportationspunkt haben. Möchte aber noch nicht die Arena machen. Die ist für... Kamera ist so komisch. Okay, ja. Die Arena ist für ein bisschen später. Man kann sie jetzt schon machen, wenn man möchte. Aber ich gehe meine Empfehlung nach. Und das heißt, dass wir die hier ein paar Folgen später machen werden. So, aber erstmal heilen. Ich brauche dringend die Heilung. Ding dong, ding ding dong. Nice. Miau. Was machen hier Geräusche? Weil ich schon mal hier bin, will ich erstmal ausprobieren, wie das hier funktioniert. Vielen Dank, dass du die Tiermaschine verwendest. Mag ich was zu tun. Wie funktioniert das? TMs erstellen. Um TMs zu erstellen, brauchst du Materialien, die von Pumpen fangen gelassen werden und Liga-Punkte. Okay. Herstellbar. Lebensschelle. Ja, da haben wir ja schon Pumpen mit. Was ist das? Säusestimme haben wir auch schon. Lehmschuss, Schmarotzer. Okay, aber interessant. Ich finde die Bilder hier schön. Besser als einfach nur ein CD mit dem Namen drauf. Aber ja, wer es braucht, ne?
ich habe im Moment kein Interesse daran. Da mir auch gerade nichts einfällt, was ich da machen sollte. Und ja. Hier ist die Stadt, zu der wir ein andermal zurückkommen werden. Okay. Ich habe noch gesehen, hier ist ein Trainer. Gegen den wir antreten können. Und was machen wir jetzt? Diese Barrikade gehört zu einem Versteck von Team Star. Die sind gefährlich, also kämpft lieber mit mir. Bro, die habe ich literally vor ein paar Minuten zerstört. Die sind da weg. Die wirst du nicht mehr sehen. Okay, du bist wirklich sehr ungefährlich, wenn du mit einem Carpador hier ankommst. Aber, okay, Carpador in dem Level kann tackeln. Das, aua, das macht schon Damage. Muss ich zugeben. Wow, heftig, wow, krass, wuhu. Picuda ist ein Fisch-Pokémon, ne? Warte, dieser Fisch, dieser spitze Fisch. Ja, der Spitzenfisch. Ist nicht so spitze. Weil er Biss macht. Aua. Das gibt sie zurück. Also, wenn ich dran bin. Wenn unsere Glühbirne angreifen darf. Aua. Zweimal. Okay, da habe ich Glück gehabt. Nur zweimal. Donnerschock. Wow, 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 wow. Mit dem Reit rauszoomen. Damit so heftig wirken. Wo es überhaupt nicht ist. Ich konnte dich mit meiner lästigen Einladung zum Kampf und nicht an der Nase rumführen. Naja, wieso? Wir haben doch gekämpft. Ist doch alles gut. Wenn wir hier in der Stadt, wo man gegen den Pflanzenerreiter kämpfen kann, weitergehen, finden wir hier ein paar einfachere Gegner. Deshalb machen wir hier erstmal ein wenig weiter. Das ganze östliche Gebiet sozusagen. Okay, ist nicht ganz, aber teilweise auf jeden Fall. Bist du gerade bei einem Spaziergang? Was ein Zufall. Der Hausmeister. Ich möchte kämpfen. Oh, ein Gastella. Schon ein relativ seltenes Pokémon, würde ich mal behaupten. Sieht immer noch aus wie so ein Gelatin-Pokémon. So ein bisschen. Aber das kann man nicht essen. Das Ding ist gefährlich. Ist giftig. Deshalb müssen wir das auslöschen. Und schaut mal da hinten. Ein grüner Saisonkids. Seht ihr das? Seht ihr das? Level 20, wow. Dun, 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 dun. Du hast es aber drauf. Oh, danke. So, du kannst doch wieder nach vorne, mein Kleiner. Sind hier vielleicht neue Pokémon, die ich fangen kann? Hier ist ein Blutzug. Hier ist die weibliche Version von... Ne, es ist immer noch die männliche, glaube ich. Hier ist die weibliche Version. Hier ist ein Teil die Ursa. Ich renne jetzt nicht jedes Mal in das Pokémon rein. Aber, oh, schaut mal. Hier kann man nochmal gegen die kämpfen. Also gegen Team Star. Oh, dich werde ich zum Kochen bringen. Und die ganzen Tower sind in der Rund. Stimmt, das ist eigentlich auch noch das Pokémon. Das muss ich eigentlich auch noch fangen. Lagman. Slowbro. Warte, es ist... Es hat da zweiten Typen Wasser, ne? Mich aufpassen, nicht, dass es hier gleich Wasserattacken einsetzt. Weil Wasserattacken wären jetzt nicht so schön für mich. Wie die alle brüllen. Hin zum Taurus. Hör, das eine ist in mir. Jetzt ist es weg. Oh, schade. Okay. Jetzt ist es wieder in mir. Da kommt mir das Blut in den Adern. Ich wollte nur Sandwiches für ein Picknick zubereiten. Na dann. Jo, was geht? Du rennst hier ganz in mich rein. Ein Tauros. Der Dude macht mich hier fertig. Das geht gar nicht, Mann. Das ist ein Gewissheit. Das geht gar nicht, ey. Bam. Ja, es gibt mehrere Tauros-Arten hier. Es gibt nicht nur dieses schwarze hier. Es gibt auch noch weitere. Nur... merkt man den Unterschied kaum. Wir kommen noch dazu, wenn wir dazu kommen. Ich muss so schnell heilen, damit ich dieses Viech auch fangen kann. Und ja, weil ich nicht zwei Team Star Sachen hintereinander machen möchte, mache ich das hier später. Ich möchte nämlich erstmal hinten zur Stadt gehen und dort die Arena machen. Und dann machen wir Team Star hier.
Ob das ist okay, auch wenn es direkt hier vorne wäre. Aua. Bam. Okay, es lebt noch. Jetzt den Ball werfen. Blump. Blump. Nein. Bleib doch drin. Nicht wegrennen. Oh, Crit. Ah, gut, dass da vorne ein Pokémon Center ist, weil sonst, ja, ne? Ja, ich hab's verstanden. Super, du musst einhalten, so lang. Versuch's nochmal mit einem Pokéball. Eigentlich ist es ja geschwächt. Dann müsste es eigentlich gut funktionieren. Ich hab nur noch einen Superball. Na gut, komm, ich versuch's mit dem Superball. Aber wenn es nicht klappt, schmeiß ich Pokebälle. Hast verstanden? Boah. Ernsthaft? Hör auf rumzuschreien, das nervt. Ja, der Flottball spannt mich auf jeden Fall auf, weil der ist besser für krassere Pokémon. Boah, ey, das ist... Oh! Yes! Yay, wir haben's! Finally, ey. Finally. Tauros hat einen muskulösen Körper und zeichnet sich im Nahkampf aus. Ist auch Typ Kampf statt normal wie in Kanto. Mit seinen kurzen Hörnern zielt es auf die Schwachstellen des Gegners ab. Fun Fact: Tauros ist immer männlich. Zumindest war es das in Kanto. Ich weiß nicht, wie es mit dem hier aussieht, aber das war zumindest in Kanto so. Und das Gegenstück zu Tauros, das weibliche Gegenstück, war dann immer Miltank. Aus Gen 2. Aber ich weiß nicht, ob es Miltank hier gibt. Hab noch keins gesehen. Also kann ich es auch nicht beurteilen. Ich weiß es einfach nicht. Aber ja. Wie sieht's aus? Auf der anderen Route den letzten Trainer nicht gefunden. Wie viel gibt's hier? 5. Ich habe aber 2 gemacht. Okay. Ja, wie gesagt, das hier machen wir dann ein kleines bisschen später. Da müssen wir lang gehen für. Ich muss ja lang. Ja, ich muss ja lang, um zur Arena zu kommen. Oh, bitte startet das noch nicht. Ich möchte noch nicht, dass er die Sequenz hier startet. Deshalb gehe ich ein bisschen weiter nach rechts. Oh. Stimmt, wir können ja mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn wir schwimmen. Und ja, wir können schwimmen. Und das Spiel zum Laggen bringen. Nice. Darf ich hier lang schwimmen? Hä? Okay. Hier ist ein Zergleiser. Oh, das will ich gerne fangen. Ah, ich muss nach rechts, nach oben. Okay. Es ist nicht wirklich klug, immer ins Wasser zu springen. Man sollte das nur machen, wenn man wirklich auf der Suche ist nach einem bestimmten Pokémon im Wasser. Sonst kann ich es euch nicht empfehlen, ins Wasser zu gehen. Es lohnt sich meistens nicht. Aber du kommst hier wirklich nicht mehr raus. Oh! Ah, ne, genau das ist das Problem. Oh doch, ich hab's geschafft, darum! Nice! Das ist normalerweise echt schwer. Oh, mal wieder Tilo. Und hier ist ein Zergleiser. Dieser auf Deutsch heißt es Mopex. Das ist ein sehr cooles Pokémon. Ich war auch im Überlegen, es ins Team zu tun, aber es gibt starke Konkurrenz. Ein kleiner. Nicht sehr effektiv. Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Typen das Ding hat. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Wir haben absolut keinen blassen Schimmer. Nicht ein bisschen. So, jetzt können wir es fangen. Versuchen wir es. Das muss mit dem Pokéball reichen. Mehr habe ich nicht. Wenn man ganz schnell die Schultertasten drückt, dann könnt ihr einfach diese Animation hier skippen. Bleib bitte im Ball. Komm. Ach, Junge! Muss ich wieder heilen oder was? Ja, muss ich. Dammit. Okay, wir haben's! Ein Mopex ohne Sound. Sonst ist es zu lame. Wir brauchen keine Sounds hier, wo ich herkomme. Ja?
Seit uralten Zeiten soll es Menschen auf seinem Rücken reiten lassen. Darstellungen davon finden sich auf 10.000 Jahre alten Wandmalereien. Krass. Typ Drache, normal ist es. Okay, jetzt weiß ich's. Okay, hi Entons. Na gut, dann würde ich sagen, erreichen wir in der nächsten Folge die Stadt. Oh Gott, wie es laggt gerade. Oh Gott. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir dann die Arena machen und Team Stars wieder in reinhauen. Und vielleicht auch wieder was Neues lernen für unser kleines Legi.